Hallöli und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, hier sind wir wieder. Und was mir direkt zu Beginn auffällt, da ist ja noch ein Mond oder Planet oder so. Interessant. Also ist das schon mal nicht die Erde. Gut. Wir haben in der letzten Folge oder in den letzten Folgen schlecht, ja, man muss echt sagen schlecht, aber wir haben es geschafft. Wir haben diese Banditenfestung eingenommen, den Banditenführer getötet und sein Hab und Gut an uns genommen. Und das ist eher schlecht als recht. So, was machen wir denn als nächstes? Nicht lange fackeln. Der Vermisste. Das mit dem vermissten Sohn. Ödsturz Hügelgrab. Ich würde sagen, wir gehen erstmal und bringen den Mammutstoß dann zu Isolde. Erstmal was zum Reinkommen wieder hier in Skyrim. Ja, in der letzten Aufnahmesession habe ich ja mit der Steuerung so verkackt im Kampfsystem. Immer schön die Sichtweise auf Third Person gewechselt oder die Waffe weggesteckt, anstatt zu schlagen. Was natürlich total absichtlich war, damit ich jetzt ganz besonders glänzen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht geübt und deswegen wird es wahrscheinlich genauso schlimm werden. Ich versuche mich da zusammenzureißen. Aber ich erinnere mich auch, als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, habe ich auch echt lange gebraucht, komischerweise, um in dieses Kampfsystem reinzukommen, um wirklich in so einen Flow reinzukommen, mit dem Blocken auch und mit dem Schlagen. Also nehmt es mir nicht übel, wenn das noch ein bisschen dauern könnte. Ja. Himmelsrand bei Nacht. Berge, finster wie eh und je. Nur die Stadt scheint ein heller Fleck auf der Karte zu sein. Ist ja auch die einzige Stadt, die wir kennen. Das andere hier Flusswald und Helgen sind ja eher so Dörfer gewesen. Und wir betreten Weißlauf. Der Zirkel ist eine kleine Gruppe der vertrauenswürdigsten und gestandensten Krieger aus den Reihen der Gefährten. Incredible. So eine Axt hätte ich auch gerne. Weil es sieht sehr nach zweihändig aus. Ach, apropos Axt. Wir haben ja was bekommen letzte Mal. Wir haben ja was gefunden. Ja, nicht die Holzfäller-Axt, sondern die orkische Kriegsaxt. Kann man die... Ach, dafür braucht man dieses Ork-Metall, glaube ich, da. Ich weiß nicht, wie es heißt. Um die zu verbessern. Deswegen wäre das jetzt, glaube ich, noch ziemlich sinnlos. Wegen dem höheren Gewicht. Und nur einen Schadensunterschied. Bleiben wir also erstmal bei unserem Schwert. Und suchen Isolde auf. Die wahrscheinlich schon im Bett ist. Sturmmäntel, kaiserliche Tracht. Oder? Vielleicht ist sie auch im Band. Bandmeer? Bannered Meer? Geflackte Meere. Ah, geflackte Meere. Die beflackte Meere. Ja, die bekackte Meere. Sorry. So, Püppi. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt Isolde euch und wärmt euch auf. Ja, gleich. Ich muss erst mit Isolde reden. Isolde, Püppi. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Holda die beflaggte Meere ab. Das denke ich nicht. Hier ist euer Mammutstoßzahn, den ich unter Einsatz meines Lebens erworben habe. Ich hoffe, eine großzügige Belohnung dazu für zu bekommen. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen.
Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen, werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Was? Ich will Geld. Lebt wohl. Geld oder gewisse körperliche Dienste. Obwohl, sieht auch irgendwie krank aus. Der Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Oh ja, da sagst du was. Köchin. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Aber ich habe doch noch gar nichts gefragt. Ich wollte gern ein Getränk haben. Gut. Wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, Sigurd. Mit ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Mhm. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig Met. Gedanken über Diabetes machen, mein Freund. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Das ist ein halber Kilo Kuchen, etwas, ja. Das ihr gebrauchen könnt. Nö, ich habe nichts getan. Michael. Ah. Was so. Kann ich für euch tun? Nichts. Wulfbert. Ja. Den kenn ich doch. Bitte. Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Oh. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Utgerd, die Unbeugsame. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Nein, würde ich nicht. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nord-Sprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Hm. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Und weshalb wurdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Naja, weil sie zu hitzköpfig ist, das hat sie auch gerade gesagt. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Gut, genug geplaudert. Krank! Du bist krank! Mörderin! Mörderin! Ist ja unglaublich. Jon, Kampfgeborener. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Hm. Wo kann man hier was trinken? Wahrscheinlich genau da. Gibt es irgendwie Arbeit für mich? Ich glaube, dann möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Dass ich dann Aufträge für die Kampfgeborenen erledige. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden Gruppen Kacke war und welche nicht. Die Kampfgeborenen oder die Graumähen. Deswegen mache ich da erstmal noch keine Gruppenaufgaben. Gildenaufgaben oder was das ist. Ja, ich würde sagen, gucken wir mal in die Keweste rein. Mhm, sprich mir den Anführer, ja, bla. Aufstand, Sturmmäntel. Hm, die goldene Klaue. Lucan Valerius in Flusswald bietet mir Gold für die Wiederbeschaffung seiner antiken goldenen Klaue an. Sie wurde von Räubern gestohlen, die ihr Lager im Ödsturz-Hügelgrab aufgeschlagen haben. Bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Das werden wir machen. Aber vorerst stellen wir uns unter, denn wir haben kein Bett und wir sind
Wir sind so arm bei Kasse, dass wir uns, also so knapp bei Kasse, dass wir uns kein Bett kaufen wollen. Deswegen warten wir im Regen. Oh, sorry. Öffne das Fertigkeitsmenü, um eine Stufe aufzusteigen. Hä? Ah, wir sind schon wieder eine neue Stufe. Neue Stufe! Gesundheit. Danke. Und wir gehen auf einhändig. Einhandwaffenversuche. Versuchen 40% Schaden zu machen. Verursachen 40% Schaden. Yay! So, mal gucken. Vielleicht machen wir nächstes Mal was anderes. Und ich würde jetzt gerne diesen Tränkeladen. Aber der ist noch zu. Also müssen wir noch ein 2 Stündchen warten, um mir Tränke zu kaufen. Denn wir haben ja beim letzten Kampf gegen den Archie-Banditenführer echt viele von diesen... Was ist das denn für ein Zeichen eigentlich? Das ist ein Secret. Ein Hinweis? Ein Hint? Vielleicht habe ich eine Sonderedition von Skyrim und mein Spiel ist das einzige mit diesem Zeichen an dieser Tür? Ich glaube nicht. Billetors gemischt waren. Ja, und da haben wir fast alle Tränke verbraucht, deswegen ist es an der Zeit, den Vorrat aufzustocken. Ihr findet eigentlich alles. Bla. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gib mir Tränke. Kriegen Ausdauer, Kleinheilung. 2. Ja, super. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Kleinheilung 4. Das ist doch ätzend. Mit 4 kommen wir doch nicht durch so ein ganzes Banditenlager. Ja, warte mal. Der hatte doch gerade noch irgendwas zu sagen. Lasst mich einfach wissen, was ihr braucht. Ich stehe ganz zu eurer Verfügung. Sag mal, Bellator, wie läuft eigentlich das Geschäft? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Hm. Was für ein Breton nach Himmelsrand? Naja, er ist Händler. Das ist ja dasselbe wie mit den Khajiit. Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Dann solltest du etwas sympathischer werden, mein Freund. Und nicht so zynisch. Auf geht's, ab geht's. Wo ist der Trankladen? Da, das war das doch. Mit der Ollen da, die Tränke verzapft hat. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Du gefällst mir. Was benötigt ihr, mein Freund? Nicht. Also, ich wollte es nur klarstellen. Nicht. Werft einen Blick drauf. Arcadia. Heilung. Kleine Heilung. Holen wir uns erstmal... Sollen wir uns alle 6 holen? Da haben wir echt gar nichts mehr. Also 3 müssten es eigentlich schon sein. Na, sagen wir mal 4. Oh, sorry. Nein. Ja, wenn passiert? Ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja. 8 kleine Heiltränke. Wir werden bestimmt auch noch welche finden. Ich hoffe einfach jetzt mal drauf. Weil... Wie viel haben wir verbraucht in dem kleinen Banditenlager? 10. Und ich habe das Gefühl, dass diese Aufgabe noch um einiges schwieriger sein wird.
Niemand weiß, wer die Himmelsschmiede gebaut hat, wo die Waffen der Gefährten gefertigt werden. Ihre Entdeckung hat zum Bau von Jorvaskr und der Gründung der Gefährten geführt. Die Himmelsschmiede. Müssen wir uns auch noch anschauen. Steht nicht unweit in dieser Stadt. Liebe Mutter, schick mir dein Kind. Denn die Sünden der Irgend so ein krankes Lied von der dunklen Bruderschaft, glaube ich.